herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim. So, ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet noch, und zwar ein paar Kleinigkeiten. Ich habe jetzt hier mal ein paar Lämpchen noch hingepackt, genauso wie auch hier und an meinen Ställen und auch in den Ställen, ja? So, ich brauche dafür ja wieder ganz viel Metall und ganz viel Holz. Alles klar. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal Holz kaufen. Das mache ich aber heute mal ohne Anhänger. Okay, so, ich dachte schon, ich fahre jetzt wieder gegen irgendeinen Zaun oder so. Benzin habe ich auch genug im Tank, nicht, dass mir wieder dieses Malheur passiert. Okay, so, und es regnet natürlich schon wieder. Das ist unfassbar. Aber gut, aber gut, aber gut, aber gut. Hoppala. Aber schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Freut mich. So. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich auch noch Dingsen kaufe, aber nein, mache ich nicht. Farbe meinte ich. Zehnmal 8 sind 80. So, dann einmal wieder verladen. Eine ganz tolle Aufgabe. Upala, eine ganz tolle Aufgabe immer. Ach, ich bin immer schief, ne? Fanny, kannst du das auch mal gerade machen irgendwie? Geht das? Ist das irgendwie in deinem Ermessen? Naja, gut. Fast. War da gerade ein Bär? Aber es regnet nicht mehr allzu lange, ne? Und dann scheint auch immer sofort die Sonne. Ist das nicht schön? So, nee, komm. Gerade war es doch da. Ach, immer diese Millimeterarbeiten, ne? So, und jetzt kriege ich natürlich nichts mehr daneben, ne? Weil Fanny wieder nicht gerade genug gemacht hat. Naja, nicht schlimm. Hi! Süß. Absolut süß. Ach komm schon. So, einen Zaun habe ich ja auch gebaut, ne? Am Hühnerstall jetzt. Ich muss ihn aber erstmal bauen, bevor ich die Hühner da reinlasse. Ein männliches und ein weibliches natürlich. Denn das soll ja Zucht werden. Ach, was? Wow. Kommt mich da jetzt besuchen. Leute, das ist nicht fair. Kannst du mal bitte deine Waffe laden, Fanny? Danke. Habt ihr das gesehen? Wo rennst du denn hin? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Wartet mal. Komm, ich hol noch mal 16 Stück. Also zweimal noch. Ich hol noch zwei. So. Ich wollte gerade sagen, habe ich die jetzt nicht gerade gekauft? Nein, hatte ich nicht. Okay.
So, dann nehme ich auch noch natürlich das Bärenfleisch mit gleich. Ich habe aber jetzt keine Truhe dabei. Das heißt, ich muss aufs Holz das alles packen. Ach Gottchen, irgendwie sieht das ja schon drollig aus, oder? So, na gut. Genau, wieder mehr nach links. Einmal häuten. Sag mal. So. Ein bisschen Fleisch aufs Holz. Räuchert ein bisschen. Keine Ahnung, was ich da schon wieder quatsche. So, einmal darauf. Aber so ist das, ne? Das nenne ich ja mal Shopping-Tour. Lecker, lecker, lecker. Ich habe mein Fleisch verloren. Nein! Um Gottes Willen. Okay. Das hing jetzt in der Luft. Hängt es jetzt auch wieder denn in der Luft? Ja, das große Fleisch will irgendwie nicht mit. Was ist denn da los? Und es ruckelt immer ganz übel jetzt. So, geht es da besser vielleicht? Ah ja, okay. So, schön auf mein Fleisch aufpassen, nicht, dass es mir wieder wegflutscht, ne? So, okay, scheint ja aber zu klappen. Wunderbar. Irgendwie macht mein Auto ein komisches Geräusch, so als hätte ich da Ketten dran oder sowas. So, Wildfleisch. Habe ich noch irgendwo eine Kiste mit Wildfleisch, wo nicht genug drin ist? Ja, die da drunter. Gut, kann ich nicht nehmen, dann muss ich erstmal die runternehmen. So. Okay, super. Kannst du dich da wieder hinpacken? Geht das? Sehr gut. Und du bitte auch. Nee, du willst sie dann nicht? Ach komm schon. Dann mache ich das jetzt so. Mir doch egal. Ich gehe in den Bar. So. Tada. So, dann hole ich mal ganz kurz noch mein. Ach, Metall. Na gut, ist ja nicht schlimm, kann ich ja noch mal shoppen gehen. Da habe ich auch ein paar Lämpchen hingebaut. Ich brauche erstmal Metall für die Lampen. Ah, ich habe gerade was überlegt, aber nein, ich lasse das. So, Metall, einmal. Das war's schon. Naja, egal.
So, dann bauen wir jetzt erstmal die Zäunchen. Ja, die Abschlüsse sind jetzt auch nicht so die besten hier, ne? Aber besser ging es halt nicht. Konnte ich leider nicht ändern, genauso wie da am Wasser, Quatsch, am Silo. So, hier habe ich natürlich wieder ein Tor eingebaut. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert gerade. Aber ich habe den Zaun richtig rum, ne? Ja. Oh Mann. War jetzt doch nicht so schwer. Also ich habe dafür nicht wirklich lange gebraucht. So, wartet mal. Erstmal hier aufmachen. Ach so. Sechs Holzplanken. Ja. Bauen wir. Machen wir. So. Nochmal drei. Sollten wir hinkriegen. Perfekt. So, dann einmal wieder auffüllen. Dankeschön. Und das Wasser reicht auch bis zu meinen Stellen. Jetzt mache ich nochmal alle Dingsen. Da. Oh, jetzt habe ich es fallen lassen. Aber ich wollte es euch nochmal zeigen. Ne? Das reicht also komplett noch aus hier mit dem Wasser. So, pack das mal so. Gut. Wartet, wartet, wartet. Hier hatte ich nämlich Lämpchen noch gemacht, ne? Ach so, ja. Metall muss ich da auch noch reinstecken. So, genau. Jetzt brauche ich da nur noch Metall. Dann mache ich noch mal hier. Und da. So, schnell noch mal dahin rennen. Hier hatte ich jetzt, ne? Alles voller Holz. Nee, hatte ich nicht. So, und jetzt brauche ich noch Metall. Okay. So, ich mache ja drei Kreuze, ne? Ach, sag mal, kann man eigentlich das, die Lampen auch irgendwie farblich machen? Nee, ne? Das geht nur bei Kürbissen. Ach, hier hatte ich noch nicht genug Holz drin. Alles klar, alles klar. Ich mache ja drei Kreuze, wenn die Lampen dann wieder dauerhaft an sind. Hatte ich hier drin auch noch was gebaut? Nee, ne? Nee. Da hatte ich. Ah, wartet mal, ich mache mal da noch Metall rein. Überall. Ich meine, was ich habe, habe ich, ne? Mach dich mal zu. Da noch Metall. Da noch Metall. Einmal hier rein, einmal da rein. So. Okay. Na, meine kleinen Hühnlein. Ich guck lieber noch mal. So, hatte ich jetzt am anderen Ausgang auch noch Metall liegen? Metall liegen. Genau. Lampen. Ja, hatte ich. Da noch rein. Da noch rein. So. Ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt dort im Hühnerstall auch schon eine Lampe drin? Muss ich mal gucken. Hoppala, leicht dran vorbeigelaufen. Ach ja, hatte ich. Okay. So. Oh, mein Metall ist alle. Wow. Wer hätte das gedacht? So. Naja, dann sind ja jetzt auch wieder meine Holzplanken alle. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Nee, mach dich nochmal an. So. Ich mach die mal zu.
Dann hatte ich da am Dingsten hier, ne, am Kuhstall auch noch Holz vergessen. Aber ist ja nicht schlimm. So. Und dann würde ich mal sagen, stecke ich noch den Rest da rein. Sehr gut. Jetzt weiß ich gar nicht, wie spät haben wir es denn im Spiel? 11:52 Uhr. Das heißt, ich könnte jetzt noch mal zwei Hühner kaufen. Also ein Huhn und eine Henne. Also einen Gockel. Ach, ihr wisst schon. Einen, der richtig viel Lärm macht und eine, die hoffentlich die Klappe hält. Nein, Spaß. Okay. Wow. Bauen. Oh, knapp daneben, ne? Knapp daneben, Leute. Oh, was sagt denn eigentlich der Applikator? Wartet mal kurz. Nee, ich gehe da rein. Quark. Ah, okay. Schweinswurst, Rindfleisch. Ah, mal zwei. Das Problem ist, ich habe kein Rindfleisch, ne? Ich habe ein Schwein. Schwein und Wild, oder? Ich müsste auch noch eine Rinderzucht machen, ne? Theoretisch. Auf dass ich das Spiel dann crashe, weil ich zu viele Sachen denn drauf habe, auf meiner Karte sozusagen. So, dann holen wir. Okay, jetzt ist aber die Frage. Ich überlege gerade, welche Farbe ich nehme. Also ich hätte ganz gerne schon einen schwarzen oder doch einen weißen. Nee, schwarz. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt noch eine schwarz, also einen schwarzen Huhn kaufe, werden die Küken dann auch alle schwarz? Also, ich hole einmal den auf jeden Fall. Oh, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ach komm, dann nehme ich jetzt ein weißes. Ja. So, und dann nehme ich noch einen Eierkorb. So. Ein Eierkorb. Jetzt habe ich gerade überlegt. Eierkorb, Eierkorb. Naja, gut, lasse ich jetzt erstmal so. Achso, ich habe die gar nicht gekauft, ne? Ich Depp. Ich hab das nur in den Einkaufswagen gelegt. Ja, das kann auch mal passieren. So, jetzt. Ich war offensichtlich lange nicht mehr shoppen. So, komm mal her. Und du kommst auch her. Und ihr macht denn ganz viele Babys, ne? So.
So, okay, wunderbar. Ich wollte unbedingt mal noch, ne, ihr wisst schon, ein Bildchen machen. Wow, ups. Ups. Ich muss mal gucken, ob ich Rindfleisch habe. Da will ich das nämlich glatt weg verkaufen für 2. Applikatormäßig. Aber zuerst müssen wir meine neuen Tiere nach Hause bringen. So, komme ich da durch? Ja, natürlich komme ich da durch. So. Meine kleinen Racker. Und wenn es mir zu viel wird, werden die halt alle wieder verkauft. So. Willkommen zu Hause. Na, komm schon. Ja, der Schlecht ist jetzt dahin. So. Also, viel Spaß. Ich guck auch weg. So, Rindfleisch. Rindfleisch, Rindfleisch. Wartet. Rindfleisch. Müsste ich aber vielleicht auch was haben. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Und vor allem ist jetzt auch die Frage, hoppala, unverarbeitet, ne? Wäre jetzt interessant. Huhn, Huhn, Schweinefleisch, Schweinefleisch, Schweinefleisch. Ich habe tatsächlich nur noch Schwein. Ich brauche Rinder. Ups. Ich brauche Rinder. Na gut, dann soll es halt so sein. Dann ist es halt so. Ich habe jetzt keine Rinder. Ach. Ja, Holz, stimmt. Mir fehlt überall Holz. Wow. Na, ihr? Okay, denen geht's aber gut. So. So viel zum Rüberspringen. Macht ganz viele Babys, ne? Oh, weia, die ist doch schon schwanger, oder? Die kriegt doch schon ein Baby. Die ist schon schwanger. Ey, Mist, oder? Nee. Nee, doch nicht. Ich hab gedacht. So, ihr habt Futter. So, ach genau. Leute, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich den Hühnerstall grün mache? Ich habe nämlich noch grüne Farbe. Guck mal, hier ist ein leuchtendes Grün. Was meint ihr? Meint ihr, das sieht gut aus? Wollen wir es mal probieren? Oh nein, doch nicht den Zaun. Oh. Ach, das ist immer... Nee, wartet, das ist immer richtig blöd. Jetzt hat außerdem den Zaun grün gestrichen. Da, guck mal, so ein giftiges Grün. Aber ich glaube, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Doch, irgendwie kommt es doch cool, oder? Ihr könnt mir ja die Meinung mal schreiben, wenn ihr möchtet. Na? So. Jetzt überlege ich gerade den Zaun.
Ich habe noch genug braune Farbe. So. Und so. Aber vielleicht noch mit einem weißen Ton. Ach, ich habe gar kein Weiß, ne? Oder? Habe ich noch weiß oder habe ich das schon wieder alle gemacht? Ich habe noch weiß. Oder ich mache hier so ein Beige. Muss ja auch nicht immer alles weiß sein. Sah der Zaun nicht vorher auch so aus? Keine Ahnung, war der Zaun nicht auch erst in dieser Farbe? Ach ja, so viel dazu. Ha. Warte mal, nee, das sollte ich mal hier mit drauf tun, damit ich wieder sehe, welches Braun was ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mit dem Beige, du? Die Tröge könnte ich auch noch farblich machen. Aber welche Farbe? Das ist jetzt interessant zu wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Ein Moment. Könnte ja hier Wasser blau machen. Bloß nicht streichen jetzt. Erstmal nur das Tor öffnen. So, Wasser und Futter könnte ich ja. Ach du meine Güte. Vielleicht in Gelb oder so. Komm, nehmen wir mal das Gelb. Das wird jetzt ein kunterbuntes Haus. Also kunterbunt in allem. Oh mein Gott. Sieht ja aus wie so ein Kinderspielplatz, wie so eine Kinderspielecke. Naja, gut. Muss ich ja nicht so lassen. Ich kann es aber noch ändern. Wahrscheinlich sollte ich dunklere Farben benutzen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob mir hier der Eingang gefällt. Mit dem Beige. Ich glaube, ich mache das doch eher in weiß. Irgendwie so. Weil das sieht irgendwie so ungestrichen aus. Finde ich. Weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das irgendwie so. Gut. Dann hätten wir das auch. Okay, meine Guten. Meine Lieben. Dann könnt ihr mir ja mal gerne schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich glaube, das sieht so ein bisschen zu bunt aus, oder? Was meint ihr? Oh, da habe ich den Zaun ja gar nicht gestrichen. Wartet, so geht das nicht. So nicht. Habe ich das da echt übersehen? Wow. Okay. Ah, ich habe schon eure Kommentare wieder gelesen. Fanny, du hast da was übersehen. Mach das unbedingt. So in etwa, ne? Oder ach, Fanny, 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 ne? Ja, so ist das. So ist das mit mir manchmal, ne? So, aber ich habe das jetzt gestrichen und ich habe es auch alleine gesehen, ohne eure Hilfe. Ja.
Au, sag mal, kann man eigentlich die Farbe da ins Regal stellen? Wartet mal, das wäre mal die Idee zu probieren, kurz. Und da muss ich aber wirklich mal die Folge beenden. Die wird wieder viel zu lang. Oh, cool. Okay. Dann habe ich nämlich dann die nächste Idee. Ja. Ich werde euch noch nicht verraten, was ich meine. Aber ich habe eine Idee. Ihr könnt mir nur noch mal so ein, weißt du, so ein so ein Denkanstoß geben, falls ich das mal wieder vergessen sollte. So von wegen, Fanny, du hattest doch eine Idee. Nee, das machen wir auch ein andermal. Gut, okay. Also, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.